Jetzt kümmern wir uns um die Hindernisse. Bisher hatten wir ja hier nur den Spieler. Der kann zwar rennen und springen, aber es gibt noch nichts, das er wirklich überspringen kann. Die Hindernisse sollen ja hier auftauchen und dann laufen sie so durch und der Spieler muss im richtigen Moment springen. Auch hier finden wir in diesem Dokument eine Anleitung. Und alles beginnt wie immer mit dem Erstellen einer Datei für die Klasse. Das ist jetzt die Datei Hindernis.py. Auch hier kann ich wieder meine Vorlage hineinkopieren. Die Figur heißt diesmal Hindernis. Und als Bilddatei wird hier dieser Kaktus verwendet. Und jetzt schauen wir uns einmal die Anforderungen an, die wir hier haben. Ein Hindernis wird vom Hauptprogramm nach zufälligen Kriterien erzeugt und in die Liste eingefügt. Das machen wir etwas später. Zuerst programmieren wir einmal diese Klasse. Diese Klasse behandelt ja ein einzelnes Hindernis und wir haben eine ganze Liste. Also die Klasse muss selbst wissen, wo das Hindernis steht, wo es dargestellt wird. Das ist ja automatisch gegeben durch dieses self.x und self.y. Dass es von rechts her dargestellt wird, diese Startposition, die geben wir hier an beim Erstellen des Hindernisses. Das ist auch etwas, das dann später im Hauptprogramm gemacht wird. Das hier ist aber ein Thema. Es läuft automatisch von rechts nach links und verschwindet beim Erreichen des linken Randes wieder. Das ist etwas, das in Update abläuft. Da müssen wir jeweils etwas nach links gehen, damit der nächste Stand dargestellt werden kann. Das ist ganz einfach. Das ist die X-Koordinate. Da gehe ich um 2 Pixel nach links. Falls der Spieler mit dem Hindernis kollidiert, fällt es um und das Spiel ist beendet. Um das Beenden müssen wir uns auch im Hauptprogramm kümmern, aber damit das Hindernis umfällt, das müssen wir hier in der Klasse erstellen. Dazu brauchen wir noch etwas weiteres, das wir bisher noch nicht hatten. Wir haben x und y, jetzt brauchen wir noch einen Winkel. Der ist jetzt bei 0 Grad, dann steht das Hindernis aufrecht. Wenn eine Kollision erfolgt, soll das umkippen. Das ist diese Methode Kollision. Das wird jetzt zu minus 90 Grad. Dann liegt das Hindernis. Schauen wir mal, was da sonst noch ist. Wir haben im Init, das Bild wird geladen. Da ist es einmal zuerst inaktiv. Dann wird die Position gesetzt. Dann schauen wir, dass es aufrecht steht. Das kann eigentlich sofort gestartet werden, weil ein neues Hindernis wird ja nur dann erzeugt, wenn das Spiel aktiv ist. Deshalb kann ich hier gleich sagen, self. Start. Jetzt muss das noch erzeugt werden. Also wir müssen hier im Hauptprogramm Hindernisse erzeugen. Also wir sind jetzt im Video 3 und beschäftigen uns mit den Hindernissen. Das muss importiert werden. Es wird also die Klasse Hindernis importiert. Jetzt brauchen wir noch etwas. Hier steht nämlich, nach zufälligen Kriterien soll das in die Liste eingefügt werden. Und diese zufälligen Kriterien, die stellt uns ein Zufallsgenerator zur Verfügung. Diesen müssen wir ebenfalls importieren. Das ist dieses Modul Random. Damit jetzt dieser Zufallsgenerator nicht immer dieselbe Sequenz generiert, müssen wir hier ihn initialisieren. Ich schaue hier nochmals in der Anleitung nach, das Erzeugen von Hindernissen. Wo geschieht das? Wie immer werden solche Operationen, die vom Takt abhängig sind, also von den einzelnen Schritten, werden in Update abgehandelt. Also wir haben hier unten Update. Da gibt es noch einen Abschnitt, der sich dann um die Hindernisse kümmert. Jetzt brauchen wir aber irgendein Timing. Wir müssen irgendwie festlegen, wann ein neues Hindernis erzeugt werden soll. Deshalb initialisiere ich hier noch etwas Neues, und zwar diese Hinderniszeit.
Die setze ich einmal auf 0. Das ist keine echte Zeit, sondern da werden einfach Tagzyklen gezählt, also diese Update-Zyklen. Und ich setze die Hinderniszeit auf einen gewissen Wert und der wird heruntergezählt. Wenn er 0 erreicht, wird ein neues Hindernis erstellt. Also ich zähle zuerst einmal hinunter, also self.hinderniszeit wird um 1 vermindert. Und falls das jetzt 0 ist oder kleiner als 0 ist, dann ist es Zeit, ein neues Hindernis zu erstellen. Das wird aus der Klasse Hindernis erstellt. Wir geben eine Position mit, das ist vom rechten Rand 100 nach links. Und das steht dann auch an der Grenze zwischen Boden und Himmel. Und das muss jetzt in die Liste eingefügt werden. Bevor ich das einfüge, starte ich es gleich. Ich habe den Start hier bereits hier eingefügt, also muss ich das nicht mehr machen hier. Also es wird automatisch gestartet, sobald es erzeugt wird. Ich muss das jetzt nur noch in die Liste einfügen. Jetzt ist es in der Liste vorhanden und kann entsprechend abgearbeitet werden. Das Wichtige ist jetzt, dass ich eine neue Hinderniszeit setze. Also ich lege jetzt fest, wann das nächste Hindernis erzeugt wird. Und dafür verwende ich eben diesen Zufallsgenerator. Und das Minimum, also die minimale Pause, soll 50 Update-Zyklen sein, aber dem Maximum 300. Irgendeine Zahl dazwischen diesen beiden Werten werde ich hier als Hinderniszeit bekommen. Und jetzt muss ich noch Update aufrufen, aber nicht nur für dieses neue Hindernis, sondern für alle Hindernisse in der Liste. Deshalb mache ich eine Vorschleife. Da rufe ich einfach für jedes Hindernis die Update-Funktion auf. Jetzt muss ich das noch zeichnen. Da haben wir hier oben Zeichne Hindernisse. Da sollen alle gezeichnet werden. Also das ist dann auch eine Vorschleife und dann wird jedes gezeichnet. Das sollte jetzt schon etwas halbwegs Vernünftiges machen. Können wir doch gleich testen. Ich starte das Spiel und da kommen diese Hindernisse. Es fällt auf, das ist wirklich sehr klein, also das sollte etwas größer werden. Das kann ich hier machen in Hindernis.py selbstverständlich. Ich sage hier, dass ich das skalieren möchte mit dem Faktor 2. Das ist eine der Funktionen, die hier von diesem PGZ-Helper zur Verfügung gestellt werden. Jetzt sieht das doch schon wesentlich besser aus. Jetzt füllen wir hier eine Liste. Da wird immer nur hinzugefügt. Diese Liste wird immer größer, bis irgendwann der Speicherplatz nicht mehr ausreicht. Also wir müssen dafür sorgen, dass diese Hindernisse, wenn sie den linken Rand erreichen, nicht bloß unsichtbar werden, sondern auch wirklich aus der Liste entfernt werden. Das ist hier unter dem Kapitel Hindernisse wieder verschwinden lassen. All das passiert hier in Update, da ist ja unsere ganze Spielelogik untergebracht. Das kann ich gleich hier machen, und zwar in dieser Schleife, das soll auf jedes Mal für jedes Hindernis getestet werden. Also falls die x-Koordinate kleiner 0 ist, dann ist es Zeit, dass das wirklich ganz aus der Liste verschwindet. So wird das wieder aus der Liste entfernt. Bei dieser Gelegenheit kann ich auch noch gleich die Punkte hochzählen und Update wird dann ganz normal aufgerufen. Ein kleiner Test, lasse ich da mal laufen. Jetzt kommt das in den linken Rand und stürzt ab. Da habe ich einen kleinen Tippfehler gemacht. Das heißt selbstverständlich nicht Punkt, sondern Punkte. Also so langsam kommt das gegen den linken Rand. Jetzt verschwindet es und hier oben wird der Punktestand hochgezählt. Jetzt haben wir ja gesagt, der Spieler darf das Hindernis nicht berühren. Wir müssen also eine Kollision feststellen. Auch das passiert in Update und auch hier. Für jedes Hindernis, also ich teste, ob das Hindernis kollidiert. Und zwar werden die umhüllenden Rechtecke miteinander verglichen. Wenn eine Kollision erfolgt, dann sagen wir dem Hindernis, das kollidiert wurde.
und dem Spieler ebenfalls. Dann haben wir Game Over, also das Spiel stoppt. Jawohl. Mal schauen, ob diese Kollision schon festgestellt wird. Ich überspringe jetzt diese beiden. Und den dritten berühre ich. Ja, die Kollision wird festgestellt. Der Kaktus fällt um und das Spiel hält an. Jetzt möchten wir noch, dass der Spieler auch umfällt. Das ist eine Änderung, die wir in der Spielerklasse machen müssen. Das ist der Spieler. Auch hier benötigen wir einen Winkel. Und dieser Winkel, der muss jetzt nicht gesetzt werden beim Erstellen, sondern wichtig, eigentlich beim Starten. Weil nach einem Game Over liegt ja der Spieler da und muss an seine Ausgangsposition gebracht werden. Er muss wieder stehen und deshalb machen wir das in Start. Ich mache das jetzt gleich richtig. Ich setze auch die Koordinaten auf den Ausgangszustand, also self.x ist self.baseX und self.y self.baseY. Deshalb haben wir das gespeichert. Und jetzt noch der Winkel. Der ist bei 0 Grad. Jetzt müssen wir noch umfallen, wenn eine Kollision erfolgt. Und das ist hier bei der Kollision. Das ist ebenfalls minus 90 Grad. Also, der nächste Test. Muss das speichern, der Spieler. Starten muss ich natürlich game.py. Ich überspringe das. Und jetzt ist Game Over. Der Spieler liegt am Boden, der Kaktus liegt am Boden. Wir können das neu starten. Der Spieler steht wieder. Der Kaktus auch. Jawohl, ist Game Over. Da ist noch etwas falsch. Der Spieler sollte natürlich nicht in der Luft hängen bleiben. Wir müssen also, wenn wir eine Kollision feststellen, auch dafür sorgen, dass der Spieler unten liegt. Also muss das hier noch ergänzt werden. Das ist hier bei der Kollision. Da sage ich noch self.y. Das ist diese Grenze hier. Ups, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Es muss hier im Spieler sein, logischerweise. Dieses Himmel kennt er natürlich hier nicht. Das ist eine Konstante aus dem Hauptprogramm. Aber wir haben ja dieses Base Y gespeichert. Das muss ich selbstverständlich nehmen. Jawohl, und jetzt liegt er auch, obwohl er von oben gekommen ist. Also das wäre gut. Somit hätten wir das Ziel für die heutige Lektion bereits erreicht. Wie immer, lade das herunter, experimentiere damit. Im nächsten Video werden wir uns noch um die Musik und Geräuscheffekte kümmern.